Ich denke, dass wir uns positionell sicherlich verstärkt haben, wenngleich wir natürlich auch von der Qualität her auch einige Abgänge gehabt haben, wo es sicherlich ein bisschen wehtut, aber wo einfach der Weg dann hier nicht weitergegangen wäre. Und wir hoffen uns natürlich von dem einen oder anderen dann doch eine gewisse Qualität, die er hier zum Einsatz bringt und vielleicht dann doch die Durchschnittlichkeit nach oben dann auch schafft, ja, wie es auch Esser geschafft hat, Mangafisch geschafft hat oder auch Lars Günther geschafft hat. Ja. Und ich denke schon, dass eine gewisse Qualität auch vorhanden ist, dass das auch durchaus zu schaffen ist. Naja, im ersten Jahr haben wir 51 Punkte gehabt, jetzt haben wir 58 Punkte gehabt. Natürlich wollen wir natürlich jede Saison übertreffen, keine Frage. Aber im Endeffekt geht es wirklich nur darum, den einen oder anderen Spieler nach vorne zu bringen, um wirklich dann für die erste Mannschaft irgendwo dann doch Potenzial irgendwo zu schaffen.